Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vorspinnen-Vlog. Jawohl, es ist endlich soweit. Unser großes Community-Projekt, ja, endet jetzt. Naja, was heißt endet? Es beginnt jetzt quasi. Endlich sind sie da. Ja, lang muss man aufs Terrarium warten. Ist auch da, ist eingerichtet. Habe ich euch ja im letzten Vlog gezeigt. Und jetzt ist unsere Monocentropus Balfouri-Gruppe gekommen. Ihr seht es hier schon. Da sind sie drin in den Becherchen. Denen geht es also wunderprächtig. Da haben auch schon manche angefangen hier sich... Oh, wir haben hier einen auf dem Kopf. Dann gucken wir mal hier. Es wird jetzt dann ein mega Gewusel werden, die umzusetzen. Es sind 22 Stück, jawohl. Sind die nicht schon wunderschön? Knuffige kleine Fusselchen. Ja, und da möchte ich es natürlich nicht versäumen, die ganzen Paten, Tanten und Onkel nochmal zu erwähnen. Also in den Becherchen haben wir die Nikita vom Timo, dann haben wir die Bärbel vom Jens, Thunderbrot von Bevanbrot, die Snubusa vom Volker, Kevinchen vom Kevin, die Laura von der Nadine, Ronja vom Tobias, Chief Kev vom Jan, also vom Favorit Vario. Ja, ihr habt richtig gehört, Chief Kev. Dann haben wir den Tanugar, den Allmächtigen, den Herrscher und Unterdrücker der ganzen Gruppe und Diktator im Terrarium vom Philipp. Dann Yaso vom Yaso, Blue von der Lisa, Lisa von Lisa, die Elena vom El Cid, Morgana von Tienchen, Mortimer von Marjan, die Astrid vom Michael. Dann haben wir Sternenlicht vom Frank, Dark Moon vom Mario, Anne von Diana, Mozart von Andreas und die Emma vom Andreas 2. Ja, das wären sie dann gewesen. Jetzt würde ich sagen, ich werde hier mal ja, die Kamera umbauen, mich ans Terrarium begeben, hier schon mal, weil die sind noch sehr gut zugeklebt hier mit Tesa ringsrum, werde ich schon mal aufmachen und ja, dann die quasi, naja, jetzt nicht als Schüttgut reinschmeißen, aber jetzt gucken wir mal, wie wir es hinkriegen. Also, bis gleich! So, da bin ich wieder. Ja, ihr seht schon, das erste Becherchen habe ich vorbereitet. Da gehen wir jetzt hin und werden Teil 1 der Bande mal entlassen. So, ihr könnt rauskommen. Nein, Spaß. Jetzt gehe ich mal hin und gucke, wie die einpackt sind. Ich habe ja keine Ahnung. Da ist ja, glaube ich, keine, oder doch? Gucken wir mal. Nein. Das ist der Deckel. Deckel machen wir ab. So. Wo seid ihr denn? Da sind... Ach Gottelchen. Oh mei. Hoppla, ist da eine dran? Oh, Verzeihung. Oh, schön gewebt haben sie schon. Habt ihr den Faden gesehen? Da ist, glaube ich, auch keine. Nö. Jetzt könnt ihr rauskommen. Hallo. Oh, der Babys. Ach, sind die knuffig. Das sind ja popfig. Guck mal, bitte auch so. Oh, da kommen schon die Ersten. Mal gucken, ob ihr die auch so schön seht. Ja, gut. Ich kann noch ein bisschen mal schnell für euch ranzoomen. Nein, kann ich nicht. Da muss ich kurz hier am Stativ was drehen. Moment. So. Ja, wie gesagt, ist Teil 1 der Bande. Ich habe ja hier nochmal eine Schachtel Murphy. Muss ich nicht immer ins Video drängeln. Ich höre Philipp schon sagen, das ist mein Tanugard. Der mutigste von alle. Der Knödelder. Ja, geh ruhig mal gucken. Und er ist weg. Also ich lasse die jetzt erstmal machen, mal gucken, ob wir dann noch einen Nachzügler haben, weil wenn ich da jetzt mit dem Pinsel den rumfummel, dann löse ich eine Massenpanik aus.
Tanogard hat sich schon vom Acker gemacht. Also ich behaupte jetzt einfach mal, Philipp wird mir da definitiv zustimmen. Da haben wir es schon, der Herr des Terrariums. Ah, da traut sich die Nummer 2. Ja, grüß Gottle. Wie geht's uns denn so? Ja, trau dich nur, der Deckel ist offen. Trau dich ruhig. Wie vorsichtig. Ja, nur langsam, gell? Murphy, was hast jetzt du da zum Quietschen? Murphy freut sich auch. Och jö. Nein? Nee. Nee, ich hab's mir anders überlegt. Rutscht mal ein Stück. Nee, ich will nicht. No. Wo hat sich denn eigentlich Tanogard hin verkrümelt? Du sollst jetzt da nicht hier das Papierle zumachen. Du, so war das nicht geplant. Gut, ich glaube, da hilft alles nichts. Da müssen wir mit dem Pinsel ran. Ich habe keine Ahnung, wo Tanogard gerade ist. Also da müssen wir halt leider Gottes eine kleine Massenpanik auslösen. Seht ihr denn das noch richtig? Moment. Mal schnell hier wieder Kamera korrigieren. Ich hätte vielleicht einfach nur rauszoomen sollen, gell? Habe ich wieder geschickt gemacht. Oh, alles hier, alles verstellt. Halt, wir haben Bewegung. Ach Gottelchen, jetzt habt euch doch nicht so. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo Tanogard hin ist. Wo ist er denn? Hat er sich jetzt da unter die Plastikbox gequetscht? Wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Also, na. Ja, genau das wollte ich vermeiden. Ihr müsst da schon raus, Freunde der Nacht. Guck, guck. Komm, trau dich nur. Ja, ja. Komm, trau dich. Bup. Du musst ja nur aus dem Becherl raus. Siehst du? Na, siehst du. Nicht wieder rein. Sonst muss ich das ganze Papierle rausholen. Wie die Knudeln. Also so leid mir das tut, gell? Oder ist ein größerer? Wer bist denn du? Na? Jo? Jo? Bup. Genau. So. Jawohl. Ah, da hinten rennt die erste. Seht ihr das? Sonst muss ich die Kamera nochmal verstellen. Ich muss auch bloß aufpassen, dass mir jetzt da hier keine rausflutscht. Ober raus? Jawohl. Nur zu. Nächste. Komm. Na komm. Komm. Hopp. 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 Na, es geht doch. Ja, du musst schon aus dem Becherl raus, weil du kuschelst dich sonst wieder zu den anderen. Nächste. Aber bitte nicht da auf der Lüftung entlang rennen. Der nächste bitte. So. Jawohl. Was ist mit dir? Erwischt. Was machst denn du da drin? Komm mal raus. Guck mal, deine Geschwisterchen, deine Kumpels, die sind alle schon. Jawohl. Nächster. Loslassen. So, jetzt brauche ich mal Pinzette wieder. Jetzt muss ich gucken, ob da noch jemand drin ist. So, sie verkrabbeln sich schon nach hinten. Das ist gut. Ich glaube, ich nehme mal meine Metallpinzette, die ist ein bisschen schwerer. Gucken wir mal. Aha. Erwischt. Kommen Sie mal raus da. Ja, ja. Du, dich meine ich. Nicht. Ja, ich tue dir doch nichts. Ja, wer rennt denn da nach oben? Hopp, hopp. Vorsicht da unten. Ich sehe hier noch was.
Mhm. Muss mal gucken, dass die mir jetzt nicht. Dass mir die frechen Lümmel hier nicht oben rum entlang rennen. Da hocken nämlich schon. Oh, seht ihr es? Seht ihr es? Die knubbeln jetzt da hinten. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da ist auch noch eine. Hallo? Was machst du denn? Du magst die, ihr mögt die Metallpinsel. Ach, guck mal, wie pissig. Du bist pissig. Wir haben eine kleine Pissi. Du sollst nicht drohen, du sollst einfach nur rausgehen. Was treibst denn du da? Nicht beißen. Du musst da raus, komm. Komm, das hilft alles nichts. Da kannst du dich vergraben. Da sitzt ja noch eine. Donnerwetter. Hab dich. Komm mal raus da, komm. Komm, kleine Pissi, du musst auch raus. Bitte in eine andere Richtung, weil hier ist das Türchen offen. Ja, sehr schön, sehr schön. Hopp, hopp. Nicht so schüchtern, nur zu. Hopp. Ja, du musst ganz raus, weil du knödelst dich wieder ins Papier. Ich sehe das schon kommen. So. Nee, nee. Nicht wieder rein. Gucken wir mal weiter. Machen wir wieder zu. Oha. Wie das. Hoppala. Nicht wieder. Setz dich ja nicht wieder rein, du. Na, na, na. Da bleiben wir schön draußen. Du musst schon rausgehen. Nee, nee. Jetzt wurschtelt die sich da wieder rein. Komm, du musst rausgehen da. Da kannst du nicht drin bleiben. Ich glaube, besser ist, ich mache mal das ganze Papierle raus. Euch wird es doch da wohl. Habt ihr ja nicht gesehen, da sind zwei runtergeflutscht. Ja, das, was treibst jetzt du da hinten? Das ist ganz schlecht, was du da machst. Das ist nichts gut. Also die ganze Bande da in den Griff zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Da hinten sitzt, glaube ich, auch noch mal eine. So. Mal das hier beobachten, wo die sich alle hin verteilen. Kommen Sie mal raus hier, junges Fräulein. Oh, da sind ja nur zwei. Hallo. Grüß Gottle. Das wird ein Spaß mit der anderen Dose. Ich freue mich schon. Mein Gott. Ihr Wuselchen. So, jetzt aber. Hopp, hopp. Ach so, halt mal. Ich bin ja auch doof, gell? Ich schub's die ja jetzt so rum wieder in die... Ich schub's die ja wieder in die Kisten rein. Wer krabbelt da hinten so mutig? Ich muss euch leider muss ich euch hier von eurem Kistchen trennen. Tut mir sehr leid. Gucken wir mal, dass ihr zwei jetzt auch noch rausgeht. Nee, 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 nee. Gott. Hallo. Das ist ja unfair, was du machst. Das ist total unfair. Dann komm du wenigstens raus. So, jawohl. Du fehlst mir noch. Kommen Sie raus, junges Fräulein. Oder junger Herr. Komm. Komm, das hilft alles nichts. Du kannst doch nicht in dem Papierle wohnen. Da draußen ist doch viel schöner. Na, guck, siehst du. Haben wir denn jetzt noch was im Papier? Ich hoffe nicht. Heieiei, da ist ja jetzt schon ein Gewusel da drinnen. Meine Güte. So, also ich meine, können wir denn jetzt mal durchzählen vielleicht? Wahrscheinlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da habe ich schon verloren. Was treibt ihr da oben denn? Verzeihung. So, jetzt gucken wir mal, dass die sich vom Acker macht.
Also ich denke mal nicht, dass jetzt hier im Papierchen noch was ist. Aber sicher ist man nie, gell? Uiuiui, ihr Schüsserchen. Dann hole ich mal ganz kurz, ich habe doch hier noch einen Moment, ich bin gleich wieder für euch da. Ich habe ja hier so eine praktische Plastikbox mit Deckel. Und da werde ich jetzt das Papierchen reinlegen und die Dose dazu, falls sich jetzt doch noch irgendwo eine verkrümelt hat, dass die mir nicht verlustig geht. Nicht, dass da vielleicht doch eine festhängt. So, einmal. Dann brauche ich noch, wo ist denn der Rest? Das zweite Papierchen. So. Da ist auch nichts drin. Und da muss ich mal gucken. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt hier. Ah, wieso mache ich denn das mit der Pinzette? Bin ich bescheuert? So, Unfug. Du bleibst einfach da schön sitzen, gell? So. Okay. Teil 1 der Bande ist erstmal ja, im Terrarium. Ich würde sagen, die lasse ich jetzt kurz krabbeln. Bereite das zweite Becherchen vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ja, sie haben sich jetzt weitestgehend... Na, hier ist so ein kleiner Wunderfitz. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Tarnogard. Platz da! Ich werde jetzt hier meine Terrorherrschaft errichten. Murphy, könntest du das mal lassen? Danke. So, dann gucken wir mal, wo hat sich jetzt der Rest hin verkrümelt? Nicht, dass mir wieder eine hier entgegengerannt kommt. Da oben hängt nichts. Die auf dem Boden, die sehe ich. Ich weiß, dass hier irgendwo direkt in der Ecke eine unterm Deckel sitzt. Guten Tag. Schönen guten Tag. Haben wir hier auch schon eine? Nein. Da ist keine, dann brauche ich wieder meine Plastikbox, sicherheitshalber. Einmal. Zweimal. Nö, da ist nichts, dann machen wir hier schnell wieder zu. Vorsicht ist die Mutter der Vogelspinnen. Klein Wunderfitz, ich sehe dich. Ich weiß genau, wo du sitzt. Da traut sich schon die erste. Jawohl. Nein, tut sie nicht. Traust du dich? Ja. Ja, 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 ja. Hopp, 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 hopp. Nächste. Komm. Ja, ja, du kannst auch da raus. Geh mal da lang. So. Aber nicht wieder rein, gell? So, gleich die nächste. Hopp. Na komm. Nicht ins Papierli. Da. Geh, geh schön. Geh schön. Okay. Besten Dank. Machen wir schon zu. Mal gucken, was die. Oha. Fall mir ja nicht runter, Kind Gottes. Fall nicht. Pass auf. Hey, du Cheater. Ich hab dich genau gesehen. Du sollst nicht wieder reinrennen. Die sind ja unmöglich. So eine freche Bande. Muss man euch auch mehr auspacken. Hä? Wo ist denn der Rest? Der Rest knödelt da hinten. Das passt. So. Ja, es tut mir sorry, aber hilft ja nichts, gell? So, Papierchen. Machen wir weg. Gucken wir mal. Stell dich mal vor, die kommen alle aus. Nein, da braucht man auch keine Angst, aber die fallen auch nicht über einen her. Was willst jetzt du schon wieder da? Da kommt wieder eine. Nächste. Nächste. Jawohl. Was haben wir hier? Wo ist bei dir hinten und vorne? Ich sehe es nicht. Ach, da ist vorne. Komm nur. Komm. Bup. Bup, bup. So. Jetzt machen wir Vorsicht, Füßelchen.
Jetzt machen wir da schnell zu, bis die sich verteilt haben. Da kommt schon wieder der nächste Wunderfitz. Also neugierig sind sie ja unheimlich. Aber das ist lustig, dass man jetzt schon sieht, dass da so ein paar, gell, fallen nicht, dass da so ein paar Schisserchen dabei sind und ein paar so unwahrscheinlich Neugierige. Die haben auch schon eine schöne Größe. Also wenn man das jetzt hier so mit meinem Finger vergleicht. Geh nur gucken. Guck mal, wo die anderen sind. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Das popelt sich noch tiefer ins Küchenpapier. Das ist eine sehr gute Idee. Und da kommt die böse Snoo mit noch böseren Pinsel. Okay, der Herr Co-Moderator hat keine Lust mehr, macht sich vom Acker. Jetzt könnte er mich gern haben. Ich wollte auch eine Bipaten, ich wollte sie Wurstsemmel nehmen. Wurstsemmel mit viel Wurst ohne Semmel. Ja, sag bloß, du traust dich jetzt selber raus. Nee, traust dich nicht, gell? Traust du dich nicht? Hallo? Tust du winken? Hallo? Grüß Gottle. Ja, komm nur. So, wer kommt denn da von hinten wieder angewanzt? Hä? Guten Tag. Was hast du denn so wichtig? Also manche haben es ja schrecklich wichtig von denen. Gucken wir mal, da wäre jetzt keine mehr. Die sitzen alle da hier. Och, wie süß. Also wie die ja übereinander drüber krabbeln, dass die das halt so überhaupt nicht stört, gell? Im Gegenteil. Man sieht eigentlich nur ganz wenige, die gerade so einzeln auf Erkundungstour gehen. Also die meisten suchen wirklich Anschluss an der Rest. Da hinten knödeln 4 Stück, ne, 3, 4, spiegelt so. Ne, ich glaube, es sind 3. Da sind 2. Ja, guten Tag. Wer bist du denn? Wer bist denn du? Servus, ich bin's. Was ist denn das da für ein Boden? Der ist ja voller Löcher. Das ist fein nichts mit Stöckelschuh, gell? Das ist ja wie Kopfsteinpflaster. Hat es nicht für einen Geschlossenen gereicht. He? Und da kommt die nächste. Nein, 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 nein. Halt, halt. Cheater, Cheater, das gilt nicht. Das gilt nicht. Ihr macht mir mal... Was machst du mit deinen Zähnen da an den Becher ran, sag mal? Hey, das gilt nicht. Also eine raus und eine rein macht mir der Schnitt kaputt. Nee, nee, nee. Das ist ja wie eine Bande Flöhe. Okay, gut, es ist wieder eine raus. Eine raus, eine im Sinn. Na komm, trau dich ruhig. Nur zu. Ja, ich lasse euch jetzt einfach mal ein bisschen zugucken. Und da kommt wieder eine. Also, ihr macht es mir fein nicht einfach. Ja, nicht wieder rein. Das gilt nicht. Da kommt wieder eine, guck, guck. Hi. So, servus. Bist jetzt du aus dem Becherl 1 oder Becherl 2? Also ich war aus dem Becherl 2. Mensch, ich auch. Ja, Wahnsinn, ich kenne dich doch. Bist doch der Franz Josef von nebenan. Ja, steig ihm einfach auf den Kopf, damit du besser am Glas hochkommst. Das ist sehr sozial. Hier sehen wir das total soziale, absolut uneigennützige Verhalten von Monocentropus balfouri in Gruppenhaltung. Ist ja dem jetzt auf den Kopf tatscht, um hochzukommen. Also... Du kannst aufhören da drin mit Weben. Ein Gewurstel da drin. Kind Gottes, magst du mal von dem Lüftungsblech runterkommen? Das wäre mir sehr angenehm. So wäre gut, ja, ja.
Aber nicht ins Becherl fallen, gell? Da kommt auch noch Wasser rein. Aber da sieht man auch schön, wie unterschiedlich die zum Teil von der Entwicklung her sind. Das ist aber auch völlig normal. Da braucht ihr euch also keine Sorgen machen. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie eine unterentwickelt ist oder so. So, wo ist sie denn? Beim Wasserbecher. Gucken wir mal, wo sie es hin verschlägt. Warum musst du dich denn so aufregen? Ist das auch so aufregend für dich, das Video? Gell, Wahnsinn. Der häkelt hier schon wie wild. Grüß Gottli. Ja, kommen Sie nur raus, nur raus. Nur raus, was drin ist. Wer stiefelt denn da schon wieder das Glas hoch? Das kannst du gern tun, mein Kind, aber bitte mach's im hinteren Bereich. Danke. Kommt die nächste. Ja, das läuft ja wie geschmiert. Da brauche ich euch ja gar nicht so ärgern mit meinem Pinselchen. Guck mal, so geht's doch auch. Schön, ja, ja, trau dich nur. Och, Murphy. Das ist wieder typisch. Wenn ich immer im Stream zu ihm sage, er soll mal wieder zum Chat Hallo sagen, da kommt kein Wort. Kaum mache ich ein Video, da wird gehäkelt, geknarzt und gequietscht wie so eine alte Tür. Murphy, wir drehen hier, auch wenn es zugegebenermaßen wirklich sehr viele Vogelspinnen sind, keinen Horrorfilm. Du musst keine knarzende Tür nachmachen. Außerdem wäre das jetzt sowieso der falsche Zeitpunkt. Also ich gebe ja, ach, wie süß, da sitzt eine ganz oben. Ah. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ich glaube, ihr könnt es, na, also der hintere Bereich, weiß ich, sieht man relativ schlecht. Ich werde dann auch nochmal gucken und die, jetzt müssen wir hier schnell aufs Vorschaubildchen gucken. Na, es spiegelt halt arg. Also ich gucke jetzt dann mal, ob ich, wenn ich die vom Stativ runternehme, ob ich so nur ein paar schöne Aufnahmen kriege, wo die so rumknödeln. Aber mir ging es jetzt einfach mal darum, dass ihr seht, ja, wie die hier, mal gucken, vielleicht kriegen wir den doch ins Bild. Ah ja, da, Bergsteiger, ein kleiner Bergsteiger. Einfach, der Einzug im Prinzip, also das erste Mal das Betreten von ihrem hier endgültigen Zuhause dann. Ach, guck mal, wer hat jetzt hier zum Aufmarsch gerufen? Es hat bestimmt eine gesagt, komm, jetzt gehen wir. Das ist mir jetzt zu blöd in dem Papier. Der Rest ist ja auch schon draußen. Wer rennt da so fleißig? Ne, da sieht man nichts, das spiegelt. Ja, kommt nur. Kommt, Kinderchen, kommt. Wie das aussieht. Also hübsch sind sie wirklich, muss man sagen. Die haben noch nicht die Erwachsenenfarben. Man sieht es aber bei manchen zum Teil, kommt es schon schön durch. Ja, ja, traut euch nur. Nicht wieder rein ins Papierchen. Nee, nee, nur weil sich... Guck mal, eine wühlt sich wieder rein und der Rest kommt hinterher. Ja, wer kommt denn da runter? Der Bergsteiger. Haben wir schon mal einen, der hoch hinaus will? Jetzt guckt euch mal das Geknödel da drin an. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch ein bisschen nachhelfen können. Wo sitzen die denn? Ich muss mal kurz gucken. Da rechts sitzt eine. Hier ist blöd zum Aufmachen, weil da so rum schuck ich sie ja raus. Vielleicht traut sich noch mal eine. Gucken wir mal. Jetzt kommt wieder eine nach vorn. Knarz, knarz. Also es könnte eigentlich doch, ja, wenn man das vielleicht mit einem anderen Licht aufnimmt, könnte man eventuell doch einen Horrorfilm draus drehen, aber genau das wollen wir ja nicht.
Also die Krabbelgruppe und ich, wir wollen euch ja keine Angst machen, sondern im Gegenteil, wir möchten euch die Vogelspinnen ja ein bisschen näher bringen. Einfach auch ja die Eigenarten, dass das auch wirklich sehr faszinierende Pfleglinge sind. Also ihr werdet mal sehen, ich werde auch versuchen, das möglichst zumindest mit Fotos festzuhalten, wie die nach und nach hier dann alles Einspinner werden. Also die weben wirklich wunderschöne Gespinste. So, jetzt sollte es auch ein bisschen ruhiger sein. Ich habe mir erlaubt, den Herrn Co-Moderator mal in ein anderes Zimmerchen zu verbringen. Gucken wir mal, ob hier sitzt oben nichts. Unten ist nicht so schlimm. Du sollst da drin nicht weben. Oh, wer möchte ein bisschen Spinnenseide? Ich bin hier gerade am Ernten. Jawohl. Dankeschön, sehr nett. Nächste. Och, nicht so flutschig. Komm. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So. Jawohl. Das Becherchen haben wir leer. Ich muss nicht mehr gucken, weil die krabbeln auch wirklich an der Decke entlang. Das ist Wahnsinn. Ich bin mir ziemlich sicher, das waren nicht alle. Hat vielleicht irgendjemand von euch mitgezählt? Ich nämlich nicht. Überhaupt nicht. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie viel schon drin sind und wie viel jetzt hier noch sein müssen. Da bin ich völlig aufgeschmissen. Aber tutto completi. Nein, nein, nein. Du wirst mir doch jetzt hier nicht rausflitzen wollen. Kann man hier irgendwas sitzen? Nein. Da muss ich auch noch aufpassen mit den Schiebetüren, weil ihr seht ja, die wuseln gerade überall rum. Und ich, oh Gott, ich will die ja nicht irgendwie irgendwie jetzt da einklemmen oder so. So, da gucken wir mal, dass wir dich, ah ja, 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 nur so. Hui, jetzt sitzt einer ausgerechnet direkt unter der, was mache ich denn mit dem Pinsel, unter der Plastikdose. So, da werden wir das mal wieder hier. Och, was macht ihr denn da? Ha, ihr müsst schon aufpassen. Komm mal raus da. Komm. Ja, da ist so eine Kohle drunter. Verzeihung. Also ihr braucht keine Angst, aber die werden jetzt da nicht quetscht. Aber sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus. Ja, jetzt sag bloß das. Nee, das kann so nie gewesen sein, oder? Nee, nee. Da, was sehe ich denn da? Ha? Ja, was sehe ich denn da? Kommen Sie mal raus hier, komm. Komm, ich sehe dich. Ich sehe dich. Komm mal raus, komm. Hopp. Jawohl. Könntest du da vielleicht nur runtergehen? Geht es? Dankeschön. Ja, wunderschön. Einwandfrei. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, im Papierchen dürfte jetzt theoretisch keine mehr sein, aber man weiß ja nie. Ihr habt ja gesehen, wie die sich da einwurschteln. Also ich sehe bis jetzt mal keine mehr. Da ist nichts. Ich gucke natürlich, also ich hole die jetzt raus, mache die wie gesagt in meine Box. Ich gucke die Papierchen trotzdem nochmal genau durch. Also nicht, dass da wirklich eine Hops geht. So, dann holen wir mal das nächste Papierchen noch. Also da ist, soweit ich das sehe, ist kein... Aha, da unten ist eine. Nee, nee. Du gehst mir aber nicht ins Papierchen wieder zurück, gell? Das tun wir nicht. Ich glaube, da ist auch keine, oder? Sonst hätte ich sie wahrscheinlich schon rausgeschüttelt. Wenn nicht, wie gesagt. Also stiften gehe kann sie nicht. Sollten wir einen Nachzügler haben. So. Machen wir hier gleich wieder zu. Mensch, das Video wird ja ellenlang. Achso, ich brauche mein Schüsselchen brauche ich wieder. Mhm.
Also das ist ja schon der Hammer, gell? Ein Wahnsinnsgewusel da drin. So. Okay, dann werde ich jetzt noch schnell Wasser holen. Das kriegen Sie selbstverständlich auch. Müssen ja hier nicht verduschen. Ja, füttern werde ich sie jetzt erstmal nicht. Ich werde die sich eingewöhnen lassen. Also ich lasse sie jetzt dann erstmal in Ruhe. Wie gesagt, Wasser machen wir hier. Guckt denn hier schon wieder einer? Nee. Die kriegen von mir jetzt hier einen kleinen Willkommensdrink quasi. Kann ich auch schnell machen. Ich hoffe, ihr hört mich weiterhin noch. Ich habe die Kamera auf dem Stativ stehen, sonst hätte ich euch jetzt mitnehmen können. Aber ich glaube, so spektakulär ist es nicht, wenn ich hier meine Sprühflasche hole. So, mal gucken, wo die sich rumtreiben. Da ist keiner. Steht nicht gerade der Becher irgendwie. Was habe ich denn da gemacht? Muss vielleicht mal nur ein Loch in den Sand buddeln. Habe jetzt natürlich vor lauter Vorfreude und Aufregung, dass endlich das Terrarium da war und dass ich es endlich einrichten konnte, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ich werde jetzt hier ein kleines bisschen dann den Boden nass machen, weil ich ja jetzt nicht weiß, ob die nicht vielleicht doch Durst haben, so nach dem Transport. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Ding... Ja, ich glaube, so ist okay. Also ich mache jetzt nur hier das Stein ein bisschen und hier so den Boden. Okay, das reicht schon. Die können, also wenn sie wollen, können sie Feuchtigkeit aufnehmen. Wasser haben sie auch drin. Sie können also trinken gehen, wenn sie wollen. Da brauchen wir also keine Angst haben, dass sie jetzt da uns verdursten. Ah, da kommt schon der Erste in der Feuchte. Mal gucken, was er... Oder fand es jetzt bestimmt voll blöd, dass ich da nass gemacht habe drin. Ja, ich wollte euch nicht ersäufen. Jetzt guck mal das bisschen, was ich nass gemacht habe und so viel trockener Platz, wie jetzt da noch ist. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das alles so gut... Dass das so gut geklappt hat. Die haben den Transport, also ihr habt es ja gesehen, absolut unbeschadet überstanden. Die waren auch super verpackt. Kam aber Gott sei Dank also auch per Express. Die wurden an einem Tag rausgeschickt, am nächsten, also heute, waren sie dann da. Man macht sich ja doch immer so ein bisschen Sorgen, gell, aber muss man jetzt hier definitiv nicht. Ihr habt gesehen, die haben sich da sehr gemütlich gemacht und ja, man hat, glaube ich, auch gut gesehen, dass die sich da drinnen sehr, sehr sicher gefühlt haben, weil manche sind ja dann doch wieder zurückmarschiert. Machen wir hier mal die Sicherung wieder rein, damit da auch nichts passieren kann. Also auf das Projekt freue ich mich auf jeden Fall schon wirklich sehr. Das endet ja jetzt nicht nach dem Einzug, das geht ja weiter. Wir werden auf jeden Fall, also ich habe ja versprochen, dass wir uns mit der ganzen Gruppe hier, das war ja wie gesagt ein Community-Projekt, dass wir uns dann verabreden für Fütterungs-Livestreams zum Beispiel, werden wir natürlich auch wieder abends machen, wo sie ja hoffentlich dann am aktivsten sind. Jetzt sind sie wuselig, klar, die... Guten Tag. Die müssen sich jetzt hier erstmal zurechtfinden. Die werden jetzt alles abmarschieren, sich da häuslich einrichten. Da ist was los da drin. Das ist ja Wahnsinn. Wusel, wusel. Ist also, ja, wie gesagt, sind, falls ihr nachgucken wollt, ich werde euch das natürlich auch wieder in die Videobeschreibung reinpacken. Den Artennamen, wenn ihr wollt. Ja, könnt ihr euch mal, da empfehle ich euch Google Bildersuche, ganz einfach, da könnt ihr euch angucken, wie die dann erwachsen aussehen werden. Ist also wirklich eine wunderschöne Art, die werden nicht riesig, die bleiben also eher klein, mit ja so um die 5 cm Körperlänge. Haben bei manchen, glaube ich, ja, sieht man es schon ganz gut, die kriegen also wunderschöne Farben, so ein schönes hellbeige und blaue Beine dazu, das was bei denen jetzt also oder bei manchen noch so schwärzlich aussieht, das wird blau. Und ja, ansonsten, dann können wir mal gucken, was sie so treiben, wie sie sich einrichten. Wie gesagt, da werde ich euch natürlich immer auf dem Laufenden halten, auch was Fütterungen angeht. Ich meine, ihr seht selber, da bitte ich um Verständnis, dass die halt einfach nicht auseinanderzuhalten sind. Manche sind dabei, da kann man jetzt sagen, wie jetzt die Kleine hier, die auf dem Lüftungsgitter sitzt, da sieht man es ja ganz deutlich, die ist noch um einiges heller als die anderen, die ist auch noch ein bisschen kleiner.
Aber wenn die sich mal gehäutet hat, gut, dann sind die anderen zwar größer, aber irgendwann werde ich die wahrscheinlich auch absolut überhaupt nicht mehr unterscheiden können. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir lassen die jetzt einfach mal machen da drin. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann aber beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Die Krabbelgruppe, wenn ihr da Interesse dran habt, das verlinke ich euch auch wieder. Ich glaube, es erscheint dann irgendwie immer so oben rechts so eine Karte, wo ihr euch mal schlau machen könnt oder ja uns, die Krabbelgruppe, unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Ansonsten, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.